Hallo, guten Tag, Herr Bagatov. Wer ist da? Mein Name ist Eduard Briedel, ich bin Ihre Finanzberater an der Börse. Aha, warum rufst du mit unterdrückter Nummer an? Bitte? Ich habe gefragt, warum rufst du mit unterdrückter Nummer an, Bratan? Das macht man nicht. Ist verboten. Was ist das? Was ist verboten, bitte? Mit unterdrückter Nummer anzurufen von einem Business. Das macht man nicht. Weiß ich nicht, warum ist das unter Ihre Hände angekommen? Haben Sie ein Android? Nee, ich habe Skype. Android? Nee, Skype. Android Skype. Windows ja, 11, Skype. Ja, darum kommt es bei Ihnen, weil unsere Handy kann es sein, Sie etwa Virussen haben. Ist überhaupt kein Handy, aber ist egal, du verstehst sowieso nicht, was ich sage. Wie ist dein Name? Mein Name ist Eduard Briedel. Ich rufe Sie gerade unter Skype, oder? Ja, klar. Haben Sie keine Rufnummer? Na doch, sonst hättest du mich jetzt ja nicht lernen gekriegt, oder? Das ist so eine Scambaiting-Skype-Telefonnummer, verstehst du? Ja, verstehe ich. Ich möchte Sie einfach sagen, dass, wenn es möglich wäre, unsere Telefontermin können wir ungefähr in eine halbe Stunde machen? Nee, müssen wir jetzt machen. Ich warte doch hier nicht eine halbe Stunde auf dich, Backfisch, du hab doch gar keine Zeit für sowas. Da wollen noch andere Leute von mir durch den Dreck gezogen werden. Da ist eine riesen Warteschlange, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Herr Bagatow. Ja? Eine Sekunde, bitte. Was möchtest du denn? Okay. Ich werde Sie informieren über alle wichtigsten Schritte. Wofür denn? Sie vor eine erfolgreiche Alter. Handelsprozess hey. Brauchen. Und seien hey. Sie ein bisschen freundlich und ich habe meinen Namen, keine Hey. Kennen Sie mich? Ja, dein Name ist doch sowieso falsch. Gib mir mal jemanden, der richtig Deutsch kann. Du liest doch nur deinen Zettel vor da. Deinem Manager, пожалуйста. Herr Bagatow, seit wann wohnen Sie in Deutschland, bitte? 36 Jahre, okay? Aha. Und haben also. Sie nicht nur gelernt, dass Sie müssen ein bisschen freundlich sein? Das sagt mir ein Telefonbetrüger. Sie? Ich nehme jetzt Benimmunterricht bei Aha. Ihnen, Herr Knigge. Welche Lektionen wollen okay. wir heute lernen? Mit Messer und Gabel essen oder alte Leute abzocken? Was steht heute auf dem Unterrichtsplan? Okay. Aha. Wenn ich werde Sie anrufen. Nee, jetzt Sie anrufen. Kommen, ja? Jetzt können Sie mir warten auf, okay? Nee, ich warte nicht auf dich. Wenn du was willst, musst du jetzt mit mir reden, Zuckerbillär. Sie müssen mir warten. Ich muss einen Scheißdreck tun. Meine Hände. Das Einzige, was unter deinen Händen ist, ist dein dreckiger Schreibtisch. Was sind das denn heute für Idioten, die da anrufen? Wer ist da? Hallo, nochmal. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ich kann dir hören. Wer bist du? Mein Name ist Eduard Friedel, habe ich Sie schon kurz angerufen. Eduard Schniedel? Wie haben wir mit deiner Frau neulich gesprochen? Friedel? Aha, ja, wie lange ist der Schniedel? Kannst du mir sagen? Bitte? Ich habe gefragt, wie lang der Schniedel ist, right? Do you speak English, right? Yes, aber wir können nicht unter eine deutsche Abteilung auf. But you don't speak German at all. Your German is horrible. Herr Bagatow, mein Deutsch ist genug, womit ich Ihnen dabei helfen kann für weiter Handel. Nein. Und Sie müssen ein bisschen freundlich sein. Warum du hier immer anrufen? Das Geld. Mother Chut. Sie haben ein Konto mit 2.000 € bei uns aktivieren und ab heute, wir müssen zusammenarbeiten. Von welcher Firma du anrufen? Wie ist Passwort? Von der FX Global Markets. Und ihre eigene Passwort läuft Sekunde. Profit 2024. Und was noch? Und Aufrufzeichen mit einem Fragezeichen. Er sagt das doch gleich, Mann. Ich denke, du bist irgend so ein komisches Callcenter, was anruft. Wie heißt der Kollege, mit dem ich gestern gesprochen habe? Gestern
Ich habe mit Kevin Meissner gesprochen. Ja. Ein Kontoberater. Genau, mit Kevin habe ich gesprochen. Super. Sag doch, dass du von der Firma bist. Ja. Du rufst hier an wie so ein Bergtroll, Alter, wie so ein Urukai. Und ich denke die ganze Zeit, wer ruft mich da an? Tut mir leid, ja, Entschuldigung. Können Sie mir kurz hören? Na klar. Gestern haben Sie ein Konto aktiviert mit einem Kontoberater, ja? Und heute ich einfach ein Daten erhalten, wo steht, dass Sie wollten einen Anruf erhalten, ja? Aber wenn ich Sie angerufen hatte, inzwischen ich hatte einen anderen Termin und darum habe ich Sie gebeten, dass wenn ich ein bisschen später anrufen könnte. Ja. Wenn Sie heute nicht mehr erreichbar sind, können wir einen Telefontermin vom Montag aus machen. Nein. Ich würde Sie sehr gerne über nächste Schritte informieren. Nee, wir können das jetzt machen. Ich habe gedacht, du bist von einer anderen Firma, weißt du. Wenn du sprichst wie so ein erwürgender Gockel, ja. Ne, dann denkt man halt, dass du... Aber du musst doch... Sag doch gleich, dass du Kevin kennst, Alter. Kev und ich, wir sind gute Freunde, Alter. Kevin, get me the 3/8, ja, habe ich zu ihm gesagt. Okay, und dann hat er mir den Stein geholt. Ah, okay. Der Daumen hoch, wer das kennt. Okay. So, wie viel Geld kann ich bei dir verdienen? Sag mir, Kollege. Das können wir nicht genau so gerade sagen, aber Sie haben Ihr Handelskonto mit sehr guter Summe aktiviert. Und ja, klar. Haben Sie größere Möglichkeiten, mehr schnell und einfach ganz mehr Geld profitieren, zum Beispiel auf seine anderen Kunden, ja? Weil Sie werden von meiner Seite mehr VIP-Signale erhalten, womit können wir eine Position unter Ihrem automatischen Handelssystem öffnen. Außerdem, dieses System, wie Sie wissen, macht alles selber und alleine, ja, mit einer... Genau, der Roboter. Der Roboter, ne? Ja, dieser Roboter, ja. Wie heißt eigentlich der Roboter? Das konnte mir Kevin gar nicht sagen. Hat er einen Namen, der Roboter? Ja, natürlich. Das ist die ganz neue Version von der MT5, MT6 und ja, war die alte. Dieser Roboter ist einfach sozusagen eine Geldmaschine, ja? Eine Geldmaschine? Das macht alles selber und ja, natürlich, das ist gut. Weil und was ja wichtig ist, Sie haben diese Transaktion in Bestzeit an der Börse gemacht, weil Handel an der Börse nach Weihnachten, nach Neujahr, da wenn es begonnen, ist es immer besser, weil der Handel mit Preisänderungen. Mit was? Der Krypto. Oh, wovon redest du denn? Es bedeutet, dass wer zum Beispiel mit diesen 2000 Euro, Sie haben kein Stück Bitcoin gekauft und warten Sie nicht, wenn der Preis wird steigen, vorverkaufen. Wir handeln immer. Preis geht oben oder unter, das spielt keine Rolle, weil wir haben diese Informationen immer vorher, womit können wir diese Positionen öffnen, womit können wir mehr Geld verdienen. Und das ist unsere erste und gemeinsame Interessen. Weil von Ihren Profiten bekomme ich maximal 2%, ja? Ach so, Kevin hat gesagt 10%. Ja. Nein. Doch, hat er gesagt. Kevin hat gesagt 10%. Wenn zum Beispiel wäre ein automatisches Handelssystem mit 250 Euro aktivieren oder mit einem Mindestbetrag, kann es sein, ja. Aber wenn Sie mit dieser großen Summe aktiviert haben, wir haben mehrere Möglichkeiten, mehr Geld verdienen und mein Prozent ist weniger in diesem Fall. Achso, und den Rest kriegt der Kevin, oder was? Nein. Kevin, der alte Gigolo, die Kevin zocken sich gegenseitig ab da, die Leute. Das gibt's ja nicht. Kevin ist ein Kontoberater, ja? Ja. Meine Arbeit ist dabei, zu helfen, ein Konto aktivieren. Und ich bin ein Finanzberater. Meine Arbeit ist vor uns Handel. Ja, aber du verstehst ja gar nicht, was ich sage. Kevin hat mich wenigstens verstanden, Kollege. Verstehst du das? Ja, habe ich das schon verstanden, was Sie mir gesagt haben. Ja, kann ich mit Kevin wieder reden? Weil irgendwie hat das keinen Sinn mit dir. Wer bitte? Ja, siehst du verstehst überhaupt nicht, was ich sage. Wie sollen wir Geschäfte machen zusammen? Ich habe alles verstanden, was Sie mir gesagt haben. Was habe ich denn gesagt? Und was ja... Please repeat. Dass Sie zum Beispiel einen Kontakt mit der Herr Kevin haben, ja?
Ja, Kevin und ich, wir sind Partner, no homo, aber wir lieben uns, ja? Sehr gut. Aber, ja, okay. Scheiße. Herr Bagatov, machen wir Folgendes, ja. Okay? Ich werde Ihr Portfolio mit meinen Mitarbeitern schicken und da wird mit Ihnen weiterarbeiten, weil ich wirklich, ganz ehrlich zu sagen, will nicht mit Ihnen arbeiten, okay? Ja, du bist ja auch ein Betrügerschwein. Ja, unfreundlich. Du bist ein Schwein, du bist ein dummer Mensch. Du bist ein dummer Mensch. Hast du das verstanden? Aha. Okay, wenn Sie so gerne mit mir reden, das ist nicht okay, aber... Natürlich, du bist kriminell. Ist, ja? Du bist kriminell. Aha. Du bist Verbrecher. So, warum denken Sie so? Ich weiß das. Okay. Die BaFin sucht euch, Sisek sucht euch. Alle suchen euch, wollen euch alle in den Arsch rammeln, wie geile Kaninchen. Und warum haben Sie 2000 Euro eingezahlt, wenn Sie diese alle Informationen haben und sind Sie ein kleiner Sherlock Holmes? Ja, ich bin ein kleiner Sherlock Holmes und Überweisung ist fake. Genauso wie dein Name, genauso wie der Name von Kevin, genauso wie eure Internetseite, ist alles fake. Und euer... Fake, und bitte. Meine Überweisung ist fake. Und der Typ, dem das Konto gehört, der ist heute Morgen verhaftet worden, du Idiot. Dann wird direkt zu BaFin weitergegeben. Aha, okay. Euer Kollege sitzt schon im Gefängnis und euch kriegen wir auch noch. Wart ihr so dumm, ein deutsches Konto zu nehmen? Nicht eingezahlt, das sagen Sie. Nee, das ist Fake. Fake-Überweisung. Kein Geld eingezahlt haben. Natürlich nicht, ist alles Fake. Weil ihr dumme Betrüger, Hundesöhne seid. Deine Mutter ist eine Schande für dein Leben. Super. Verstehst du das? Okay, super. Du bist eine Schande, du bist ein dreckiger Hund. Du bist ein kriminelles Schwein, bist du ein hässliches. Das ist wahrscheinlich kein Wort verstanden, was ich gesagt habe, aber du bist live auf YouTube, vielleicht verstehst du das. You are live at youtube.com, right now. Mhm. And we got you another time. So now you can... Kann ich dich gerade sehen? Du kannst gar nicht, weil du zu dumm bist zum Tippen. Du kannst gar nicht sehen. Verstehst du das? Okay. Du findest die Tasten gar nicht. Wenn ich dir jetzt Telefonziege buchstabiere, ist da bei dir irgendein Buchstabensalat, wo irgendwas mit Fischbrötchen drin steht. Aber hast du auch nicht verstanden, ne? Und weg ist er. Ja, das war doch ein schönes Ende. Guck mal, ich hätte ihn fast wieder weggedrückt, weil er weder mit einem Passwort noch, Sie haben gestern mit dem Kollegen gesprochen. Das ist tatsächlich eins der wenigen Male, dass mich ein Finanzexperte zurückgerufen hat, aber seien wir mal ehrlich, im Gegensatz zu Kevin ist der Typ hier wirklich der allerletzte Quatschkopf. Kevin sollte diese Bude leiten. Aber wenn du das hörst, Kevin, dich kriegen wir auch noch. Und dann weißt du, was passiert und das wird nichts Schönes sein. Ja, vielen Dank, Freunde. Damit haben wir dann sehr, sehr, sehr viel Zeit dieser Kriminellen verschwendet. Und ihr habt einmal in Gänze gesehen, wie das läuft. Wenn ihr Interesse dran habt, wie der E-Mail-Verkehr zwischen mir und Kevin zwischenzeitlich ablief, dann haut das doch mal in die Kommentare, dann mache ich da vielleicht auch noch mal ein Video draus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.